Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend zu Days Gone. Ich bin euer Dante und zusammen zocken wir eine Runde. So, heute mal so ein bisschen früher, weil ich will so ein bisschen so die ganzen Nebensachen machen noch, die wir hier so haben. Ja, diese haben wir noch, aber hier oben nämlich will ich nämlich das noch fertig machen. Und dann eventuell noch währenddessen, falls wir da noch irgendwie was sehen. Haben wir ja diesmal relativ gut mitgemacht. Und daher? So, hier haben wir Lernen von Copeland, wie man Hirsche aufspürt. Ah ja, das ist diese Technik. Ich will erstmal nach da oben. Deswegen gucke ich mal, kann ich hier eine Schnellreise machen? Ja, kann ich tatsächlich machen von dort aus. Hier wäre es natürlich sinnvoller, weil ich dann nämlich nochmal auftanken kann. Da reisen wir nämlich hier hin. Ist das denn viel besser? Ist schön, mein Schatz. Bei uns knallen gerade die Fenster. St. John, schau mal in Hot Springs vorbei. Werde ich nicht machen. Verstanden, St. John Ende. Ah, gutes Timing. Das sollte reichen. Achso, jetzt, ja. Ich sag ja 31 Monate. Rückt, Schatz. Rückt. So, weil ich will nämlich hier noch das Gebiet clean. Muss ich wieder so dämlich rumsuchen. Gib mir nämlich ein Nest. Hatte ich beim letzten Mal auch schon. Deswegen wollte ich ein bisschen früher anfangen, damit ich da so ein bisschen Zeit investieren kann. Mein Auto. Na, wenn es die einzige Sache ist. Oh nee, da kann ich gar nicht runter. Verdammte O'Brien. Was sagte er? Metolius Springs, ja. Ja, ich weiß, wo das ist. Komm schon, O'Brien. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Ja, Dick. Ich habe gerade was gehört. Dieses Nero-Funkgerät ist doch ganz nützlich. Ich weiß, wo sie morgen hin wollen. Warte, ich dachte, du schaffst die nicht alleine. Ja, das stimmt. Aber mit ein bisschen Glück komme ich ungesehen an ihren Heli ran und... Gut, schon regnet, schon können die Leute kein Auto mehr fahren, ne? Ist so schlimm. Es reicht aber schon aus, Schatz, dass die Leute auf einmal anfangen zu fahren wie die Idioten. Jetzt verlernt haben zu bremsen oder so. Wir haben doch gerade erst gesülzt. Natürlich mal ein Mikrofon an. Gut, danke. Ja, ich komme rum, sobald ich kann. Gegen Ende. Diese Zwischeneinrufe, das ist bei Days Gone irgendwie echt blöd. Wo könnte jetzt hier noch so dieses abschließende Nest sein? Er fing ja jetzt schon relativ früh an zu meckern. Dann fahren wir jetzt hier mal auf der Straße zurück. Vielleicht finden wir hier das Nest. Ich weiß nämlich wirklich nicht mehr, wo das ist. Ah. Mach dich mal verrückt, Kollege. Okay. Los, bring deine Kameraden um. Netzel sie tot. Netzelt euch gegenseitig. Ich hätte doch mitnehmen müssen.
Das war's für dich. Mehr Leute. Soll ich jetzt gegenseitig abgeschnitzelt? Ihr habt ihn abgeschnitzelt. Ihr Schweine! Was? Nö, ein Glück. Jetzt will ich ein Nest. Muss ganz in der Nähe sein. Ja, da ist noch eins. Zeit für ein Feuerchen. Schnell genug reagiert. Oh ne, ein verkehrter Fall. Ich hab doch extra hier hingeklickt. Ja, Copeland, danke. Genau, renn ins Feuer. Oder bring die anderen um. Genau, lachte sie. Oh, das rumpelt und pumpelt. Den Computer gemacht. So, ich sag doch, das ist ein kurzes Ärmchen, was wir hier abkriegen. Hey, wieso brenn ich den? Sehr schön. Lässig. Könnte nützlich sein. Aber das hier doch schneller gefunden als gedacht, ja. Ich dachte, ich muss hier wieder Stunden suchen. Büro Nero Agent O'Brien auf. Nee, das will ich jetzt noch gar nicht machen. Hier haben wir noch diese Nero Forschungsanlage. Koblenz Camp. So weit komme ich gar nicht mehr mit der Schnellreise. Ja, ich muss jetzt mal zu meinem Bike. Ja, nun. Mal durch. Die Leute fressen, die ich umgebracht habe, sagt mal. Ja, wohl hier langsam. Ja, wohl gar nicht an, dir. Rüfte. Schnell speichern. Gucken, können wir eigentlich zu Copeland? Ah, das spart massig Zeit, wenn ich das nämlich mache. Ja, ich will schnell reisen. Man muss sagen, die Schnellreise geht hier schneller als bei Horizon Teil 1. Oh, ne. So. Noch 10%, ne. Auf da. Los. So, auftanken einmal. Dankeschön. Das war noch Stufe 1. Manny hat auch gar nicht mehr so viel. Okay, Munition hat er dann noch. Den Tank. Rahmen ist erst ab Stufe 3. Nitro ist das. Und Bereifung. Ja, die andere Bereifung kann ich noch kriegen. Aber das war's dann bei ihm. Die. Ey, so, mit den Flammen dann da drauf, ne? Sieht das Ding schon irgendwie genial aus, aber das sieht scheiße aus. Sieht genial aus, aber irgendwie scheiße. Das ist so heavy. Das Ding will ich haben. Hallo. Cool. Danke. Brauchst du noch was? Ich will die Schutzbleche haben, ey.
Sieht ja viel cooler aus. Okay. So. Aufgetankt. Ich bin hier, falls was gibt's. Hey. Mal kurz Munition holen. Da bin ich voll. Da bin ich voll. Was? Okay. Komplett voll. Na dann. Bin voll hocke dich, du. Wieso hab ich da eine kleine Beschädigung? Und er sieht das nicht. Manny, ignoriert das nicht. Vollständig repariert, sagt er. Aber, wenn ich zum Bike gehe, 99%. Es ist nicht vollständig repariert. Da kann Manny mir erzählen, was er will. So. Bis in die Richtung. Okay. Hey, mach mal auf. Hallo. Du schneller gehen. Ich hab's eilig. Sollte ich mir mal anschauen. Ah, die Arschgeigen kommen. Ah, nicht gut. Waffenwechsel. Oh, noch richtig. Ja, klar. Wo du gerade am Liegen warst. Da ging daneben, du. Die da hinten auch noch was auf die Fresse haben oder nicht? Hier vielleicht noch. Voll im Nest von denen. Ich gar nicht. Das sind aber auch viele. Ich bin mich auch erschrocken, als mein Messer nicht traf. Wir das mal sein lassen? Genug Schrott dafür. Hey, 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 nicht mit Zunge. Bist du wohl weg? Lademann und Söhne. Irgendwie gibt es die heute im Sonderschlussverkauf. Eine Güte noch eins. Blank. Jetzt noch einer was auf die Fresse haben? Yes. Wenigstens gibt es die Munition. Will man nur wegen dem Fragezeichen hier anhalten, ne? Und dann sowas. Was kommst du denn jetzt her, Schnalle? So. Kann ich dich jetzt endlich mal untersuchen? Ohne wieder gleich angegriffen zu werden. Gut, dir war nicht mehr zu helfen. Okay. Aber dafür ein paar Öhrchen gesammelt. Ah.
Das ist doch hier mit diesem scheiß Sprung. Ich will es mal riskieren, ob ich den Sprung schaffe. Oh ja, ich würde es schaffen. Ich bin bloß nur zu weit links gewesen. Ich glaube, ich kann nur noch einen Sprung machen, dann ist meine Karre kaputt und ich kann sie nicht reparieren. Einmal hier so eine Wege runter muss er. Nee. Aber wieso eben gerade? Da hatte ich auch mehr Speed drauf. Okay, ich muss das anders machen. Nee, so kriege ich die Kurve nicht. Weil ich hatte sie eben gerade gedriftet. Und dadurch hatte ich mehr Schwung drauf. Dieses verdammte Licht aus, Junge. So habe ich das dann eben gerade geschafft. Also fast geschafft. Verstehe es nicht. Okay, jetzt muss ich mal meine Karre wegbringen und reparieren. Okay, bin ich gerade komisch? Ist halt so. Komplett machen wir mal schnell die Blitzreise. Damit mit der Karre nicht weiter was passiert. Und ich dann eventuell schieben muss. Ja, oder dann irgendwie so ein Seil oder ein Sniper. Hey Manny, du kriegst mal was zu machen. Erstmal den Tank. Manny, ich bin immer noch nicht mit dir zufrieden. Normal. Das ist Manny. Ich krieg später mehr rein. Und dann, welche Mission haben wir hier? Das ist mit. Ich werde. Ja, genau, mit Copeland. Mach's gut, Manny. Wenn wir das jetzt nämlich mal machen. Warte. Er ist auch so ein bisschen blöd mit dem Auf- und Absteigen wieder. Was brauchst du? Mal kurz Funktion auffüllen. Gut. Ist Errungenschaft freigeschaltet? Aha. Okay. Ja. Jetzt ich bin hier, falls irgendwas ist. Jetzt gehen wir dorthin. Da. Mit dem Bremsen kann der auch am PC nicht so richtig. Da wundert es mich, dass ich bremsen konnte wegen dem Seil. Ja. Leck mich am Arsch. Ich bin weg. Ich bin von hinnen, von dannen. Muss man das auch nachts machen? So, du willst also das Jagen lernen, richtig? Ich kann eine Flinte abfeuern. Ein Gewehr, keine Flinte. Ich war bei den Gebirgsjägern, Korb. Lass doch den verdammten Marine-Scheiß. Einen Hirsch zu töten ist anders als einen Menschen. Oder ein Freak. Die beste Art zu jagen ist Fährten lesen. Du musst dich konzentrieren. Und auf Mutter Natur hören. Wo sie jetzt auch noch einen Baum umarmen? Kannst du die Zeichen sehen? Okay, dann streichen wir mal den Rasen. Bitte? Sagt da noch niemand was.
Gut, alles klar. Augen auf. Hey, Kacke! Kota, ganz frisch. Ja, Rehirsch? Ich Rehirsch. In die Richtung. Ja, das sehe ich. Gut, dann komm jetzt. Guck mal, da ist es und es wackelt mit seinem Schwänzchen. Schnell, da ist er. Geschehen. Wackelt mit seinem Schwänzchen ja, eben gerade. Wenn du Gebirgsjäger warst, und wieder. Du damit umgehen. Ja, komm. Ich weiß, das ist eine ganz seltene Art. Ja, das ist die Gattung, die mit dem Schwänzchen wackeln kann. Ruhig, ruhig. Ich komme klar. Das war direkt aufs Auge. Oh, verdammt, er hat nicht gesessen. Er kommt davon. Nein, nein, schon okay. Er ist verletzt. Er wird jetzt verbluten. Wir müssen ihn nur finden. Okay. Man hat ja sonst nichts. Siehst du die Blutspur? Hier. Ja, sehe ich. Dann folge ihr. Bin dran. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass Blut weiß war. Verliert zu viel Blut. Ich bin hier ein bisschen laufen. Wir sollten jetzt gleich auf seinen Kadaver stoßen. Gut. Weißt du, wie man ein Tier ausweidet? Na, komm erst mal an, falls du noch was sagen willst. Nein, nichts. Okay. Ja, hör zu. Boozer und ich haben schon mal gejagt. Er war mit seinem Vater öfter auf Elchjagd und er hat mir gezeigt, wie das geht. Gut, sagen wir mal, nichts gegen Boozer, aber das geht echt noch besser. Du verschwendest viel zu viel Fleisch. Eigentlich nicht schlecht für einen Anfänger. Ja, danke. Auch voll in die Fresse. Gut, gib mir jetzt das Gewehr. Ja, danke. Wie gesagt, Deke, im Camp können wir Wild immer gut brauchen. Vor allem für die Verwundeten nach dem Ripper-Angriff. Okay, Kaupe. Ja, ich versuche daran zu denken. Ein Gewehr, keine Flinte. Was? Oh, jetzt fehlen mir noch ein paar Pünktchen.